Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Towns, und zwar die 175. So oder so ähnlich möchte der Melonenkopf-LP gerne das haben, dass ich hier moderiere, dass es ein bisschen mehr Pep hat. So, ja, da bin ich jetzt mal gespannt auf den Kommentar dazu, ob das gut war. Ich werde aber wieder ganz einfach in meinen Trott gleich verfallen wahrscheinlich, weil das irgendwie so angestammt ist. Aber wir wollen mal gucken, dass wir das irgendwie hier hinkriegen, dass es ein bisschen besser wird. So, sind wir unterwegs mit unserem Treppenhaus, ne? Genau, da gehen wir mal hier hin und werden hier irgendwo ein neues bauen, denke ich mal. Das macht vielleicht noch Sinn, weil ja, hier ist definitiv Platz. Hier ist ein Gang und ja, wir müssen da mal als erstes wahrscheinlich eine Tür da irgendwo reinkloppen. Ja, das ist schon mal die Stube unten, aber die brauchen wir vielleicht gar nicht als erstes nehmen. Das bedeutet, wir würden mal hier ein Unlock rausmachen und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Treppenhaus so an zu bauen, dass wir als erstes hier, Entschuldigung, hier hinten die Wand ziehen, ne? Lass uns mal ein paar Steinchen raussuchen. Hier ist es so, jetzt die Frage, wo ist das Treppenhaus zu Ende? Ich glaube, wir müssen da einen Stein hinsetzen und dann dort. Jetzt ist die Frage, wie viel Platz brauchen wir da, ne? Also hoch, runter und eine Mauer. Ich glaube, so muss es sein. Ist die Frage, ob die da den Stein wegnehmen, ne? Gute Frage, oder? Das Fenster können wir auch Unlock machen. Gut, und jetzt müssen wir genau aufpassen, was wir hier basteln, damit das wirklich richtig wird, dieses Treppenhaus, ne? Weil das ist ja gar nicht mal so einfach. Oh, Spiel ist noch in Pause, ne? Deswegen passiert ja auch nichts. Gut, erste Schritte sind da getan. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in den Keller, wo hier diese tollen Geister sind. Der Michael hatte darauf geschrieben, dass er auch der Meinung ist, dass das weniger werden, aber die Strategie, die wir verfolgen, wahrscheinlich auch die beste ist. Also zack, Türen auf, Viecher rein, Tür zu, Viecher kaputt, alles ist gut. Türen sind offen, Viecher kommen aber nicht rein, schade. Okay, dann werden wir gucken, dass wir hier nochmal weiter reingucken. Okay, da kann schon noch was abgebaut werden. Da ist auch noch Müll. Der nächste Händler wird es vielleicht mitnehmen. Ja, klopp, klopp, klopp machen sie irgendwo schon mal. Das ist auch schon mal gut. Okay, der eine Stein ist da. Ist das Treppenloch schon da? Ja, das ist schon da. Jetzt müssten sie nur noch dieses Fenster da weg haben, ne? Hm, wie kriegen wir das hin? Das ist eine gute Frage. Ja. Von wo kommen die überhaupt rein? Das ist die nächste Frage, ne? Ich glaube, wir machen das hier flach, flach, da Treppe, da hoch. Stopp. So, das bedeutet, da kommt ein Stein hin. Dann würde ich sagen, kräht der Hahn gerade ziemlich laut, packen wir nochmal Treppchen an und die Treppe packen wir dahin. Fenster müsste man rausbauen und dann zumachen, weil dann, ja, ist egal, das geht wahrscheinlich noch, weil das Fenster ein bisschen höher ist, ne? Gut, dann würde ich sagen, hier Treppe hoch, einen höher. Wie viel müssen wir höher? Das ist die Frage, ne? Treppenabsatz ist immer doof zu bauen, ne? Oder wie war das? Machen wir einen Unlock daraus, weil ich glaube, das muss auch weg. Dann gehen wir mal hier rüber zu unserer Mauer, diese, und holen den Stein wieder ran. Jetzt ist die Frage, ob das richtig ist, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, das ist auch richtig. Und dann muss dieses Lämpchen nur da weg. Das bedeutet natürlich, dass wir da auch wieder in die Kisten gehen, in die Botanik gehen hier. Und die auswählen. Lass mal weiterlaufen. Der Karawanist, der kann woanders hin. Ich pack das mal jetzt gerade die Lampe dahin. So, Mauer fehlt jetzt, ne? Super, oder? Mauer bitte machen, damit wir hier weiterkommen.
So, das bedeutet, wir kommen hier hoch, sind eine Etage höher. Müssten hier das Loch von der Treppe haben. Das heißt, wir sind dann auf dieser Etage, gehen nach da rüber. Ich glaube, wir müssen da noch höher, ne? Ja, jetzt ist der Händler wahrscheinlich da. Gucken wir da mal rein, ob wir da irgendwas dem vermachen können, was wir nicht mehr so unbedingt haben wollen. Aber das war der falsche. Da sieht's doch richtig gut aus, mein Freund. Das kriegst du 100% dazu. 59 mal Dreck. Und... nee, das war falsch. Das ist das, was wir haben wollen, ne? Denn der soll hier das kriegen. So ist das. Hier, so, das ist richtig. Zack. Zack, 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 zack. Alle 78, dann sind wir dann direkt los. Hier kann er auch nochmal 20 Mal haben oder auch mehr. Da kriegt er noch Zähne dabei. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir von ihm haben wollen, ne? Das ist das nächste. Ist irgendwas Brauchbares dabei? Das ist die Frage, ne? Oh, Fire Breastplate. Zack. Und Confirm Trade. Nee. Das hat noch nicht geklappt dann. Dann wollen wir mal schauen. Oh, nicht das Scrollrad nehmen. Sondern erstmal nach ganz unten. Silber, Glas. Nö. Da gibt's noch 9 Stück dazu. Das ist Flint. Das ist Farbe. Das, was ist das denn? Setzlinge. Das ist schon weg hier, ne? Okay. Also nur gucken, dass das da unten wieder aktiv wird, dass wir handeln können, ne? Jo. Kupfer, Baumstämme wären auch machbar. Da nochmal 10 dabei. Und... oh, hier. Zack, 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 zack. Und da möchte es auch schon haben. Die Knochen alle weg. Brauchen wir alle nicht mehr. Steine könnte er auch rein theoretisch haben. Aber wir handeln das Ding jetzt. Und weiter geht's, ne? Oder? War doch jetzt weiter, ne? Oder? Läuft, ne? Ja, ja. Gut, da haben wir dann wieder das geschafft. Treppenhaus wird gerade ein bisschen weitergebaut. Ist aber auch nicht so der Bringer hier momentan. Der steht jetzt auf dem Platz der Laterne. Aber wo ist die Laterne hin? Ach so, nee, die ist schon einen verschoben. Passt, wunderbar. Hat das auch geklappt. Dann gehen wir mal weiter auf die Dingens drauf los, auf die Mauer und klicken die an und ballern hier noch einen hin. Wunderbar. So, da geht das richtig rund. Da muss auch einer hin. Und ich hoffe, dass wir das dann alles so richtig haben, ne? Aber das Problem ist ja, dass wir hier gleich irgendwann in der Schwebe sind, wie es weitergebaut werden muss, ne? Ob wir das dann so hinkriegen, ist dann die nächste Frage, ne? Aber lass das erstmal fertig werden. Und dann schauen wir da rein, wie es dann laufen kann. Vielleicht müssen wir gleich noch die Kerze versetzen, weil wir doch noch einen höher müssen. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay. Was macht der Dreck? Wird schon weggeräumt. Super cool. Dann kriegt er seine Waren hier. Dann ist er auch super glücklich, wenn er nachher den Schrott alle mitnehmen darf. Ja. Das ist alles gut. 64, 114. Naja, da haben sie einiges zu tun. Ich hoffe, die kommen auch überall da unten dran, ne? Gut, gucken wir mal runter ins Kellergeschoss. Sind da schon welche reingerannt? Einer ist hier. Und das war's. Und hier müssen wir auch definitiv nachher rein. Einfach aus dem Grunde, weil hier viele Knochen liegen, ne? Die dann geholt werden können. Gut, Melonenkopf-LP, ein Melonenkopf-Pro, hat geantwortet, gerade jetzt, wo ich hier aufnehme. Ich soll es einfach versuchen und ich mach's. Dann wollen wir mal schauen, ob das so gut ist oder nicht. Ja, gut, dann gucken wir weiter, dass da mal einer reinläuft, wäre natürlich sinnig, aber die Herrschaften möchten nicht abgeschlachtet werden. Hier hinten sind zwei drin, sehe ich gerade. Ja, noch ein dritter wäre ganz nett, ne? Damit wir so ein paar haben, die wir da einmal umhauen können.
Gut. Warte, da ist doch einer an der Tür, ne? Aber jetzt sag nicht. Ah! Warum ging der in die falsche Richtung? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. So ein Himmelhund. Eins, zwei. Wo ist der dritte? Komm noch einer hier rein jetzt. Zack, zack. Was ist denn los mit euch, Jungs? Hier sind doch die Vögelchen. Diese drei, die könnten mal einmal um die Ecke gehen und dann da rein, ne? Oder? Ich habe Angst, dass der da noch rausläuft. Da haben wir gar nichts gewonnen. Komm schon. Da steht einer vor der Tür und sonst nichts. Komm, das macht mir jetzt Sorgen, dass der gleich da rausgeht. Das mache ich jetzt zu. Da auch. Dann können wir da Zweier definitiv schon mal platt machen. Und hier will ich hoffen, dass der da wenigstens noch reingeht. Dann ist er nämlich der Dritte, der dran ist. So, Tür schon offen. Naja, schade, der ist auch noch weggelaufen. Das geht ja nun gar nicht. Ja, komm. Lauf noch ein bisschen hier runter. Ah ja, da bist schon fast durch. Komm. Jupp, der erste ist durch. Und die anderen drei, die gehen doch da jetzt auch noch rein, oder? Das Schweinchen, das Wildschweinchen, das braucht da nicht durchlaufen. Oh Mann. Jetzt aber, komm, der ist schon tief drinne, da kann also auch nichts mehr passieren. Tendenziell neige ich dazu, jetzt hier aufzumachen und dass da schon jemand da den massakriert, ne? Ja, aber dann habe ich auch wieder Angst, dass sie durchlaufen, die Helden. Komm, mach zu. Mach auf. Mach, nee, hier unten machen wir jetzt ein Dingens hin. Wie heißt es? Ein zack, Waypoint. Truppe Südwesttor. Bitte einmal dort ins Gefecht. Zack, 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 zack. Gibt's einer über der rüber und dann ist gut. Was ist denn das hier für ein Fleck? Hä? Sieht ja komisch aus. So, den haben sie massakriert. Die laufen weiter. Da ist offen. Das bedeutet, mal ganz schnell hier auch so einen Punkt hin, sonst kommt da nämlich gleich einer und räumt hier was weg und dann haben wir ein ganz großes Problem. Jo, und da ist schon die erste Geschichte dran, aber das sind zum Glück alles Soldaten, die kurzen Prozess machen. Nächsten Petrol Point dahin, den können wir dann wegnehmen. Remove. Und dann ist der dran, oder? Jo. Und weg ist er. So, ich glaube, jetzt ist keiner mehr hier drin, ne? Da auch nicht. Warum die Steine zum Beispiel runtergehen? Ach so, weil das Verliesmauern sind. Okay. Da kommen bestimmt ein paar Träger, oder? Nee, das sind Petrol Point Leute. Also Soldiers. Remove Petrol Point. Southwest Gate. Okay, dann läuft da jetzt keiner mehr hin. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die da oben den Händler noch abfrühstücken. Der ist noch da und er kriegt noch reichlich. Ja, vor allem Knochen, ne? Da ist ja wirklich nichts. Ah, was mir jetzt gerade mal so eben einfällt, ne? Wir haben wahrscheinlich zu wenig Träger, ne? Aber dann wirst du da, obwohl du keine Hose an hast, da einfach mal hingehen. Und dann haben wir 9 Träger. Holzfäller 4. Erntehelfer 17. Bergmänner. Ja, jetzt ist die Frage. Was haben wir denn hier? Happiness 73. Okay, da ist noch ein bisschen was drin, dass es weitergeht. Wer holt Knochen? Keiner, ne? Aber wir sind schon eine Etage zu tief gelandet. Ja. Hier geht gerade nichts. Da kommen welche. Ah, da geht auch einer noch tiefer sogar. Jetzt müssen wir mal gucken, wo diese Person hingeht. Aber es ist wahrscheinlich ein Ersatzsoldat, der nur die Patrouille ablösen will. Jo, das war genau so. Okay, die wissen noch gar nicht, dass hier Knochen sind. Das ist schon mal ganz schlecht.
Gut, dann gucken wir hier weiter rein erstmal. Treppenhaus. Oh, schon sehr weit. So, dann gibt's da erstmal. Oh, wo kriege ich das Fenster weg? Wo war das? War das bei Geräten oder war das bei Möbeln? Das war bei Möbeln, okay. Dann bauen wir hier mal das Fenster rein. Das war nämlich hier oben schon, ne? Dann kommt das da auch weg. Gut, jetzt müsste man hier überlegen, wie man da weiter vorgeht, das zu bauen, ne? Das mal runterziehen, das auch. Und da oben sind die Mauern, da passiert gerade nichts, ne? Irgendwie ist ein Angriff unterwegs oder so wahrscheinlich. Genau so ist es. Wo sind sie? Oh, das sind ein paar mehr. Aber trotz alledem werden die auch nicht irgendwo uns kaputt machen. Dafür sind wir schon mittlerweile zu gut. Sag ich mal so einfach so, ne? Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erst eine Pause und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.